Hallo, heute mache ich Papadelle mit Rosenkohl. Dazu brauche ich geröstete Pinienkerne, Kidneybohnen, eigentlich getrocknete Tomaten. Ich hatte keine, ich habe jetzt frische genommen, da habe ich die Haut abgezogen. Dann Rosenkohl, Sonnenblumenöl, die Papadelle. Dann brauche ich noch Schalotten, Butter, Gemüsefond, mittelscharfe Senf und Parmesan und Creme fraiche. Ich habe schon alles vorbereitet. Der Rosenkohl ist ein bisschen blanchiert. Der Thomas mag den nicht so gerne, wenn der hart ist. Aber ihr könnt den auch schneiden und einfach nur anbraten, wenn euch das gut schmeckt. Ich fange jetzt an und dann sehen wir, was draus wird. So, die Pfanne ist heiß. Ich brate jetzt den Rosenkohl an. Gut, der Rosenkohl ist fertig angebraten. Den stelle ich jetzt zur Seite und dann dünste ich meine Schalotten an. So, ich dünste jetzt meine Schalotten. Die Schalotten sind jetzt angedünstet. Jetzt lösche ich das Ganze ab mit Gemüsefond. Ich mache jetzt noch einen Teelöffel Senf dazu. Ich habe gerade noch ein bisschen Butter reingegeben, für den Geschmack natürlich, für was sonst. Ich muss euch sagen, ich bin froh, dass ich den Rosenkohl blanchiert habe. Und dann gebraten, schmeckt sehr gut. Ich hatte den so 3 Minuten im Topf mit Salz, Zucker und Butter. Und dann habe ich ihn kalt abgeschreckt. Ich habe das Ganze jetzt 5 Minuten einköcheln lassen. Jetzt kommt mein Creme fraiche dazu. Creme fraiche ist jetzt verrührt. Es kommt mal ein paar Parmesan noch darunter. Ich wollte das Ganze jetzt mit Salz und Pfeffer abschmecken. Ich mache nur ein bisschen Pfeffer rein. Durch den Parmesan ist es sehr salzig. Jetzt kommt mein Rosenkohl zurück. Meine Kidneybohnen, die habe ich aus der Dose, sind nochmal mit Wasser abgespült und abtropfen lassen. So, und zum Schluss noch meine Tomaten. Das sind meine Papadelle mit Rosenkohl. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben oder wenn ihr mich abonniert. Jetzt mache ich noch schnell die Pinienkerne drüber. Und dieses Gericht ist vegetarisch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.